Jeder von euch hat diesen Zug sicherlich irgendwo schon mal gesehen. Die Rede ist vom japanischen Shinkansen. Er ist einer der schnellsten Hochgeschwindigkeitszüge der Welt und ermöglicht es, blitzschnell in fast alle Teile des Landes zu kommen. Zugfahren in Japan ist unfassbar gut organisiert und das Streckennetz gilt als sicherstes der Welt. Hier kommt man als Europäer wirklich ins Staunen. Ich teste heute die First Class im Shinkansen von der Megacity Tokio nach Kyoto. Viel Spaß bei einem neuen Zugtest. Und damit, yo Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe natürlich, euch geht es allen gut. Ich befinde mich gerade in Japan, Tokio. Und hinter mir seht ihr die Main Station von Tokio. Und von hier aus fahren alle möglichen Shinkansen-Züge quer durch Japan. Naja, seitdem ich hin und wieder mal Züge teste, steht der Shinkansen auch ganz, ganz oben auf meiner Liste. Ich würde mal sagen, es ist mit einer der berühmtesten Züge der Welt. Und ich habe auch schon ganz oft Kommentare von euch gelesen. Alex, wenn du in Japan bist, check auf jeden Fall den Shinkansen ab. Und das machen wir heute. Ich muss sagen, der Bahnhof sieht eigentlich ganz interessant aus. Man wird jetzt nicht denken, dass dahinter Züge fahren, aber das ist riesig. Unser Plan ist es heute hier in Tokio zu starten und circa 2 Stunden und ein bisschen nach Kyoto zu fahren. Das ist wohl auch eine der berühmtesten und beliebtesten Strecken hier. Und wir fahren natürlich erste Klasse. Wir haben gestern im Hotel mal gefragt, wie das ist. Kann man vorher reservieren? Und die meinten, wir sollen einfach hier zum Bahnhof rennen und ein Ticket buchen. Deswegen würde ich sagen, wir gehen jetzt mal rein. Die Dinger fahren alle 15 Minuten und das wohl mit nahezu 100%iger Pünktlichkeit. Deswegen, das klingt doch schon mal gut, oder? Los geht's! Was ich interessant finde, die Leute machen hier sogar Fotos vor dem Bahnhof. Hast du schon mal ein Foto vor Köln Hauptbahnhof gemacht? Oder Dortmund Hauptbahnhof? Das soll ein ganz, ganz toller Bahnhof sein. Haben wir doch. Da müssen wir noch ein Foto machen. So, auf jeden Fall könnten wir da vorne rein. Ich glaube, man kann hier überall rein. Wir gehen einfach mal da rein. Ich habe keinen Plan, wo hier das Ticket Office ist. Aber wir werden es schon finden. Okay, was haben wir hier? Marunouchi North Entrance, okay. Und ich glaube, das oben links steht für den Shinkansen. Travel Service? Reisebüro, okay. Da wären auch Automaten, aber besser hier. Hoffentlich können die Englisch. Weil ich glaube, nur so 10% der Japaner sprechen Englisch. Das ist immer ein bisschen schwierig hier. To Kyoto with Shinkansen? Yes. Okay, thank you. Do you have Japan Airbus? No. Today, buy ticket going to Tokyo to Kyoto? Yes. And way back. Today? Yes. Today, yeah. And you have first class? First class? The first class, yeah? Yeah. So first class is, we don't have any food services. Food services? We don't have. Okay. Just only for seat. Okay, okay. Yes. So please be checked. On the way, Tokyo departure 12:39 and arrive at Kyoto station 2:51. And also first class. Okay. Is there like a restaurant car in the train? No. No restaurant car? Yes. So you should buy it? You should buy it before okay. Getting a train. Thank you so much. Thank you very much. See you, bye. Bye, you too. Das ging doch einfach, ne? Ja, das war super. Okay, Leute, Tickets gekauft, heute hin und zurück. Bezahlt habe ich, muss da kurz umrechnen. Schätz mal. 66.000, ja. 360 Euro. 410 Euro hin und zurück für 2 Personen. Ja, ist schon teuer, ne? Aber okay, dann mal los. Hier ist es doch, 12.39 Uhr. Ja. Das ist unser. Willst du vorgehen? Kann ich machen. Okay, so wir fahren auf jeden Fall von Gleis 16 los. Und was auch ganz interessant ist, an Bord gibt es auf jeden Fall kein Bordbistro, aber es gibt wohl vorher noch so Automaten, wo man sich Essen holen sollte, oder das ist wohl hier so ein Ding. Bin mal gespannt, wie das gleich aussieht, aber das Essen an Bord, was man dann mitnehmen kann, ist auf jeden Fall ganz interessant. Okay, Shinkansen, genau. Ich habe keinen Plan, ob wir so einen haben oder so einen. Es gibt ganz viele verschiedene Typen, aber das werden wir wohl noch herausfinden. Die meisten Shinkansen-Züge sind auf jeden Fall weiß. Wir sind mit dem Nozomi Shinkansen gefahren, dieser fährt bis zu 300 km/h. Es gibt allerdings auch einige grüne und einige rote Shinkansen. Diese fahren allerdings meistens in den Norden des Landes, schaffen aber beide bis zu 320 km/h und sind damit die schnellsten Züge. Auch interessant, es gibt einen einzigen gelben Shinkansen. Von den Japanern wird der Dr. Yellow genannt. Dieser fährt seit 1974 durch Japan, kontrolliert aber ausschließlich die Strecke. Die Route ist dabei streng geheim und das gilt als Glückstag, wenn man diesen gelben Shinkansen sieht. Ich habe ihn leider nicht gesehen. So, wir müssen glaube ich hier hoch und fahren mit dem Tokaido Shinkansen, also dieser blaue. Oder das Logo ist zumindest blau. Wo ist denn hier Gleis 16? Da hinten? Nee, da. Okay, nochmal Ticket zeigen. Zack. Danke. Gleis 16, jetzt haben wir es gefunden. Ist auf jeden Fall ordentlich was los hier, aber das ist hier überall so. Sorry, sorry. Ja, tut mir leid. Hat sie mich beleidigt? Weiß ich nicht. Also hier ist alles so geordnet. Sehr geehrte Damen und Herren, die Weiterfahrt verzögert sich in wenigen Minuten. Der neue Lokführer steht im Show. Ah, okay, hier haben wir schon die Züge 1, 2. Ja, da. Also das ist ja das, oh sorry, sorry, das ist ja das Krasseste, die Spitze, ne? Und hier hat man jetzt überall noch so Automaten und eigentlich sollte man hier dann, hier gibt es dieses Essen, das ich meinte. Also erstmal ist ganz interessant, hier stehen überall Zugmitarbeiter, die gleich an jedem, Alter, wie viele? Ah, da kommt er schon. Okay, Leute, hier. Wow, Alter, sieht schon verrückt aus, ne?
Und hier gibt es an jedem Gleis jetzt noch so kleine Shops. Hier gibt es was zu essen. Ich hole einfach mal was, ja? Lass dich überraschen. Oh, aber nichts. Hast du gar nichts? Ja, nee, weiß nicht. Guck mir das mal an. Tja, Alex, ein bisschen Sushi. Ich weiß zwar nicht, was drin ist, aber ich finde, es sieht ganz gut aus. Alles klar. Und komm einfach mal auf gut Glück hier. Keine Ahnung, was das ist, aber wird schon schmecken. Hello. No, no, it's okay. Oh, yeah, okay, we take one. Yes, one. Okay, also der Zug ist schon da. Wir haben jetzt noch was zu essen. Aber hier sind noch die Schranken vor. Das ist auf jeden Fall wieder so ein Zug. Da freue ich mich sogar richtig drauf. Ja, die 8 hier, warte mal. Wir müssen weiter vor, weiter vor. Was wirklich extrem krass ist, guck mal, da ist jetzt einer von den Leuten, die eben hier vorstanden. Das heißt, wenn der Zug einfährt, gehen die alle überall einmal rein und putzen noch einmal durch. Also das ist wirklich schon krass, finde ich. Ah. Okay, so, wir müssen uns hier anstellen, glaube ich. So, wieder in die Schlange. Lalalala. Mensch, ist das hier eine Ordnung, ey. Ich komme gar nicht drauf klar. So, Wagen 8, Green Car, aka Business First Class, wie auch immer. 10, C und D. So, wir sind drin. Ah, was eine Beinfreiheit. We'll be stopping at Shinagawa Terminal. Leute, passt mal auf, kurzer Seat-Check. Boah, jawoll. Was hast du da? Eine Leselampe. Brauchen wir nur noch ein Buch. Okay, wir fahren. Kurzer Gefühlscheck, wie sich das anfühlt. Weil ich war immer auf dem Stand, dass der Shinkansen auch der schnellste Zug der Welt ist. Das ist aber gar nicht so. Es gab mal einen Test von einem Shinkansen, der ist über 600 km/h gefahren. Das ist auch wohl Rekord. Aber es gibt weltweit noch schnellere Züge, nur der soll wohl wirklich extrem smooth fahren und gleiten. Und ja, das werde ich jetzt kurz ermitteln. Naja, der fackelt ganz schön. Aber wir sind ja noch im Bahnhof. Könnte sogar sein, dass das hier eine Sitzheizung ist. Wir sind uns gerade noch nicht sicher. Also Lampe und halt, ja, müsste es eigentlich sein. Hallo. Ah, thank you. So, wir verlassen Tokio jetzt so langsam. Ist auf jeden Fall eine riesige Stadt mit ganz vielen kleinen Häusern auch teilweise. Und wenn ich mich jetzt nicht so wie heute hier aufs Filmen konzentrieren müsste, um euch am Ende ein geiles Video zu liefern, vergeht meine Zeit beim Reisen oft noch schneller dank BookBeat. Jetzt mit dieser fantastischen Aussicht hier ein geiles Hörbuch. Das wär's doch. BookBeat ist ein Streamingdienst und bietet über 800.000 Hörbücher und E-Books. Es ist wirklich für jeden mehr als genug dabei. Egal für was ihr euch interessiert, ihr werdet sicher nicht enttäuscht. Ich höre gerade die Akte Tengelmann, das mysteriöse Verschwinden eines Milliardärs. Das Hörbuch ist echt lang und man wird richtig gefesselt. Hören tue ich zwar lieber als ich lese, habe mir aber mal dieses E-Book über meinen Lieblingsfußballverein Borussia Dortmund vorgenommen. Auch sehr cool, BookBeat verfügt über jede Menge smarte Funktionen. Du kannst deine Interessen hinterlegen, um nur Content vorgeschlagen zu bekommen, der dich wirklich interessiert. Deine Hörbücher herunterladen und offline genießen, gut für den Flieger. Mit dem Schlaftimer verpasst du keine spannende Minute und du kannst Bücher und Sprecher bewerten und vorher Rezensionen lesen. BookBeat kostet eigentlich 9,99 € im Monat, für Studenten sogar nur 4,99 €. Jetzt aufpassen, besonders cool, mit meinem Code BookBeatAlexV können Zuschauer von mir die App kostenlos für 60 Tage lang testen. Viel Spaß damit! Also erster Eindruck, so richtig smooth wie gedacht, finde ich es jetzt nicht. Fährt eigentlich genauso wie ein ICE auf richtig Highspeed, ne? Zum Beispiel die Strecke Köln-Frankfurt. Ist ja eh nicht schnell. Wir können mal kurz gucken. Ich versuche schon die ganze Zeit unseren Speed zu ermitteln, aber irgendwie klappt das noch nicht so ganz. Aber wir sollten auf jeden Fall 320 fahren, hin und wieder mal. Und was man mal kurz erwähnen muss, warum das hier alles so optimal funktioniert. Die ganzen Shinkansen-Strecken sind alle eingezäunt, also es kann halt nichts von außen auf die Strecke drauf. Und die Passagierstrecken sind von Güterzügen getrennt. Das ist, denke ich, auch ganz gut. Aber ist halt bei uns nicht so. Ja, wir fahren übrigens immer noch null. Naja, okay Leute, und wir fahren jetzt gerade von Tokio nach Kyoto in der Green Class, aka Business oder First Class. Also offiziell heißt es sogar First Class, aber seit 2011 gibt es in den Norden noch eine Verbindung mit einer Grand Class. Ich zeige euch immer ein paar Ausschnitte und dort hat man einen noch bequemeren Sitz und wohl auch Service direkt zum Platz hin. Also das ist nochmal eine Stufe hier drüber, hätte ich auch machen können, nur ich dachte mir, diese Strecke ist interessanter und wir fahren auch gleich am Fuji Mountain vorbei. Deswegen, da hatten wir irgendwie mehr Bock drauf und hier haben wir auch ein bisschen Essen gekauft und das teste ich jetzt mal. Alter, ganz schön viele Tunnel, ne? Wir fahren eigentlich schon durch Tunnel. Geh mal davon aus, dass es Eistee oder sowas ähnliches. Barley Tea. Mal gucken, ob es schmeckt. Ach, das ist wie dieser japanische Tee, also ohne Zucker. Ist eigentlich wie Wasser mit ein bisschen komischen Nebengeschmack. Dann haben wir hier eine Coca-Cola. Kennst du das? Habe ich schon mal getrunken, ja. Echt? Und hier haben wir meine japanesische Mystery Box. Ich habe keine Ahnung, was da drin ist, aber ich denke, es wird interessant. Stäbchen.
Aha. Alter. Ich weiß gar nicht, was das gekostet hat. Ich glaube ungefähr so etwas über 10 Euro. Ich blende es euch hier mal ein. Oh, mal. Sticky Rice. Mhm. Was ist das alles? Das hier ist Lachs, ne? Ja. Und das? Das ist eine Garnele, ja. Mhm. Bohne. Ja. Schmeckt. Ich bin jetzt nicht so der Fischfreund und das ist ja schon sehr fischig, aber das ist eine süße Bohne. Meinst du, was ich... Das ist auch Fisch. Mhm. Und irgendwas... Ja, ist Fisch. Ja. Boah, nee, das ist mir zu fischig. Ja. Das sieht auf jeden Fall cool aus mit dem Gold da und es so. Sieht cool aus. Und fertig. Aber wir sind ja generell noch nicht so warm geworden mit japanischem Essen. Wir hatten in Thailand aber schon so viel Seafood. Was meinst du, ist das? Ist ja alles durcheinander, ne? Hier hast du ja wirklich alles. Ich glaube, es ist eine Hühnerfrikadelle. Das ist eine Frucht. Eieiei. Also ich muss sagen, ist nicht meins. Ist einfach nicht meins. So leid es mir tut. Es gibt interessante japanische Süßigkeiten, aber dieses Gericht hier fühle ich jetzt nicht so. Und das bekommt man hier im Zug. Das ist auch interessant. Die kommen mal hier durch und sammeln den Müll ein. Deswegen, also die Züge, hier ist alles blitzeblank. Ist wahrscheinlich einfach ein Tuch, ne? Ah ja. Wie im Flugzeug oder halt, nee, ist für die Hände. Damit zurück ins Studio. Leute, wir fahren jetzt hier gerade in die Berge rein. Kyoto liegt ja auch in den Bergen. Ich habe jetzt echt nicht damit gerechnet, dass ich hier so viel Schnee sehe, aber gut, macht ja auch Sinn, ne? Übrigens, hier laufen die ganze Zeit auch Polizisten durch den Zug. Ich glaube, das ist normal, einfach für die Sicherheit. Ja, kann man ja mal anmerken. Japan hat ja auch viele coole Skigebiete. Ich komme jetzt nicht dazu, hier Ski zu fahren, aber irgendwann bestimmt mal. So, das hier ist Kyoto. Sieht eher aus wie ein Industriepark. Ich bin echt mal gespannt auf die Stadt. Hier wohnen auch über 1 Million Menschen. Okay, und man steigt jetzt hier auf der rechten Seite aus. Aha, und die neuen Gäste kommen von da rein. Das heißt, man hat keinen Gegenverkehr. Auch smart gemacht. In Kyoto hatten wir einen Aufenthalt von 5 Stunden, haben uns dann erstmal diese schöne Tempelanlage hier angeguckt. Das war eigentlich ganz entspannt. Sind dann Richtung City Center gegangen. Das ist irgendwie ziemlich weit weg vom Bahnhof und man geht durch Gassen, wo einfach gar nichts los ist. Das sieht alles ein bisschen traurig aus, finde ich. Also wirklich komplettes Gegenteil zu Tokio. Dann waren wir noch ein bisschen einkaufen, haben uns noch in einen Café gesetzt. Ich habe jetzt gar nicht so viel mitgefilmt, weil mir ging es in erster Linie nur um den Zug. Erster Eindruck von Kyoto war nicht so gut. Ich möchte mir aber kein Fazit erlauben. Ich war einfach zu kurz da. Okay, Leute, wir haben uns jetzt hier noch ein bisschen Kyoto angeschaut. Wie ihr sehen könnt, es wird auch langsam schon dunkel. Ich muss sagen, mein erster Eindruck war echt nicht gut. Es sah alles so trist aus und dunkel und alles irgendwie auch gleich. Hallo. What's up? Oh, your AirPod. Yeah. YouTube? Yes. Nice. What's up? What's up? What's your name? Adam. Adam, where are you from? California. Oh, really? Yeah. Where are you from? Germany. Nice. There you go. First time here? In Kyoto, yes. Yeah, you live here? No, I just came here. I just was like going hiking, so a lot of green and beautiful spots. Yeah, okay. Sure. You have any recommendations for us to do here? The Nishiki Market, I think it's right there. It's good. It's just a street of food and All right, good luck. So, have a nice evening. All right. See you. Bye-bye. Kurzes Fazit noch zum Shinkansen. Auf jeden Fall ein cooler Zug, war ein cooles Erlebnis. Ich hätte es mir vielleicht auch noch ein bisschen krasser vorgestellt, einfach weil man so, boah, Shinkansen, das war für mich immer so, ich weiß nicht, der hat in Deutschland irgendwie so einen krassen Ruf. Könnt ihr ja vielleicht nachvollziehen. Ansonsten hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Wir fahren jetzt gleich auch schon zurück nach Tokio. Und Leute, zurück geht's übrigens in der Economy. Wir haben aber trotzdem super viel Platz. Hier sind 2 rein, da sind 3 und so sieht's aus. Wobei die Sitze in der zweiten Klasse im ICE bequemer sind, muss man sagen. Und so sieht übrigens die Toilette im Shinkansen aus. Auf jeden Fall geräumiger als im ICE, aber ja, finde ich ganz okay. Gute Toilette, Alex, Toilettenprüfsiegel ist drauf. Wir waren jetzt hier auch nur 4,5 Stunden, also ich kann jetzt auch nicht so viel zu Kyoto sagen. Tokio gefällt uns auf jeden Fall besser und vielleicht hätten wir jetzt hier eine Nacht übernachten müssen, um noch ein größeres Fazit zu ziehen. Aber mir ging es in erster Linie um den Zug. Abonniert sehr gerne den Kanal und ja, wo ist jetzt Adam eigentlich, ist die Frage. Weiß ich nicht, wo ist dein Rucksack? Oh, mein Rucksack. Wo kam der aus? Australien? Aus Kalifornien. Kalifornien. Okay, Leute, haut rein. Ciao. Wir haben auf dem Rückweg einfach 2 Minuten Verspätung. Das gibt's nicht. Frechheit. Ich will mein Geld zurück. Das geht gar nicht.